erzählen Sie uns doch, woher Sie kommen, woher Sie das Stück haben. Es war Ende der 70er Jahre, da gab es bei uns in Siegen eine Versteigerung. Es wurde das komplette Inventar einer Villa versteigert und dort sind wir beide gewesen. Am nächsten Tag bin ich alleine dorthin gefahren und habe ein Geburtstagsgeschenk für meinen Mann gesucht und habe auch eins gefunden. Aber unter anderem stand dann dieses Kästchen da und es lagen zwei Ohrringe drin. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach, als Schmuckkästchen wäre das eigentlich für mich ganz schön. Und dann habe ich mir das Kästchen gekauft. Für mich. Und seitdem? Ist es zurückgeblieben von der Auktion? Ja. Wurde nicht verkauft? Richtig. Ja. Okay. Was haben Sie denn damals dafür bezahlt? Ich habe für beide Teile 900 D-Mark bezahlt. Und ich meine, das Kästchen hätte 300 D-Mark gekostet. Okay, dann schauen wir mal, ob wir Ihnen da weiterhelfen können, ob das eine gute Entscheidung war. Da schlägt bei uns das Herz höher. Das ist eben ein Nécessaire de Voyage in allerbester Ausführung. Aus der bedeutendsten Metropole der Luxusproduktion vom besten Hersteller. Das war in Paris und das ist ja hier freundlicherweise auch signiert von Lecoq Lenné. Und damit ist es klar bezeichnet. Dieser Meister ist namhaft. Und vorweg muss ich sagen, es gab in Paris eine vom ausgehenden 18. Jahrhundert eine Luxusproduktion von Reisenecessaires, von Toilettennecessaires, die immer fest eingeschlossen waren in einen stabilen Mahagoni- oder Ebenholzkasten, die man in den großen Koffer hineinsetzte, deswegen diese bündigen Griffe dort herausholte, aufklappte und da hatte man dann für Reisen, für Aufenthalte, für Hotels das Notwendigste drin, was man auf einer Reise brauchte. Das waren Gläser, das war Schreibzeug. Leider fehlt der Inhalt, also dass man das nicht mehr erschließen kann. Und was noch dazu kommt für die noble Provenienz, ist hier das Namensmonogramm aus drei Buchstaben und darüber eine Grafenkrone mit 9 Perlen. Und die Ausführung kann manchmal in Silber sein. Hier ist sie in Messing. Hier ist in Messing, wahrscheinlich noch mit Resten. Man sieht noch ein paar Reste alter Vergoldung. Und es verrät uns ja auch ein bisschen was, warum war Paris bekannt? Warum hat Paris auch im Kunsthandwerk, im Möbelbau schon im frühen 18. Jahrhundert einen großen Ruf erlangt? Weil Paris in der Lage war, eine handwerkliche Perfektion umzusetzen, die eigentlich außerhalb von Paris erst im späten 18. Jahrhundert sich entwickelt hat. Und hier haben wir ein wunderbares Beispiel für diese Perfektion. Das ist eigentlich, wenn man das genau anschaut, es ist eigentlich schon fast Uhrmacherperfektion. Wenn man die Einlagen hier anschaut, die wurden nicht nur hier bündig eingepasst, perfekt in einer Passung, wie man sich es eigentlich nicht besser vorstellen kann, sondern sie wurden auch noch zusätzlich gestiftet und gedübelt, fixiert. Und es ist alles in einer Sorgfalt hergestellt, die kann man nur so umsetzen, wenn man hinterher weiß, ich kriege dafür relativ viel Geld. Nur dann ist das möglich. Man kann das fortsetzen, man kann hier innen reinschauen. Hier sind wunderschöne Einlagen in Palisander. Hier gibt es mal ein bisschen, dass man das auch sieht. Hier wird einfach nur ein ganz kleiner Akzent gesetzt mit Palisanderholz. Das teuerste Holz, das es damals gab. Dann geht es weiter mit den Beschlägen. Diese Beschläge an diesem kleinen Möbel sind so gut, dass der Deckel hält, wenn es schräg steht. Also es fixiert diesen Deckel. Überall haben wir Uhrmacher. Handwerk und Uhrmacherkunst an dem Kasten. Und das war eigentlich dieser Standortvorteil von Paris in dieser Zeit, auch natürlich dann erst recht im 19. Jahrhundert, von dem diese Stadt auch sehr stark gelebt hat. Der Lecoq Lenné hatte ein Geschäft in der Rue de la Paix. Er hat von 1850 bis in die 70er Jahre solche Sachen gemacht. In der Zeit, die man in Frankreich Napoleon III nennt, in einem historisierenden Stil. Jetzt wird Sie wahrscheinlich interessieren, ob das damals eine gescheite Entscheidung war, was Sie gerade getroffen haben. Also es war sicherlich eine Entscheidung, weil ich viele Jahre daran Freude gehabt habe oder wir beide auch schon. Ja, aber es ist natürlich toll zu wissen. Es ist eigentlich fast egal, aber es war eine gute Entscheidung. Diese Kästchen sind heute nach wie vor gesucht, vor allen Dingen natürlich mit dieser Herkunft.
Und dadurch kann man durchaus heute noch einen Preis von 800 bis 1200 Euro zugrunde legen. Vor 15 Jahren hat sowas einmal 3000 gekostet. Und wenn die Ausstattung noch dabei wäre, dann wäre es natürlich noch mal ein Faktor 2. Aber trotz allem, es ist gut erhalten, eine schöne, gute Entscheidung. Und wenn Sie es in der Zwischenzeit nicht bereut haben, dann werden Sie es in Zukunft auch nicht bereuen. Danke Ihnen. Vielen Dank. Danke. Wiedersehen. Danke.